Was machst du da? Nix. Ja. Genau, man schraubt die Bässe unter die Topf. Mache ich immer so. Ich lasse immer oben den Topf und Schanger festhalten und drehe genau. Den Bass über unten rum. Genau. Den Bass drehen. Ja. Das war besser, ja. Leute, bevor es losgeht, ganz kurze Informationen zum Anfang. Ich habe einen neuen Instagram und einen neuen YouTube-Account. Dabei geht es überhaupt nicht um Technik, sondern wirklich nur ums rein Filmerische. Also so, ja, um Kunst könnte man sagen. Also das ist so das, da kommt so das drauf, was wir immer so, worauf wir Bock hatten, was wir jetzt langsam mal auch in die Gänge leiten. Also so Kurzfilme, Musikvideos, allgemein irgendwelche Videos, die einfach aus Lust raus entstehen und gar nicht auf irgendwelche Technik zurückzuführen sind. Also wie gesagt, neuer Instagram-Account, neuer YouTube-Account. Nur folgen, wenn ihr auch außerhalb von Technik bei mir interessiert seid. Und das soll es auch schon gewesen sein. Tschüss! Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nikos Gigs, zur mittlerweile 11. Ausgabe. Ganz schön lange. Also die Serie gibt es jetzt auch schon, ich glaube, 2,5 Jahre. Läuft, würde ich sagen. Wir haben schon wieder Gigs, über die wir sprechen können. Also wir haben eigentlich viel mehr Gigs. Wir können eigentlich noch 100.000 Staffeln machen. Aber wir haben halt auch nicht so viel Zeit, um das zu erklären. Deswegen sind die Gigs auch manchmal schon ein paar Monate alt. Aber die waren wieder echt cool, wir hatten echt Spaß dabei. Es war von klein bis groß, hat geballert wie Scheiße und war cool. Geballert wie Scheiße hat und geballert wie cool. Scheiße. Also Scheiße acht Bässe macht schon Spaß. Acht Bässe macht Spaß. Kommen wir zum ersten Gig, das war ein Fest in Heiligensee. Eigentlich kam das über Jannis, also über Kleibohm Veranstaltungstechnik, Link in der Beschreibung. Grüße gehen raus. genau, es kam eigentlich über ihn und er hat uns halt gefragt von wegen, hey Jungs, habt ihr Bock uns zu helfen? Und dann haben wir natürlich gesagt, easy. Na klar, helf mir. Wir hatten halt Frontbeer, hatten wir insgesamt 6 Arcs, davon 4x Arcs Focus und 2x Arcs White, also die neue Generation, die 12-Zoll-Variante. Dabei haben wir pro Seite logischerweise immer 2 Focus und 1 White verbaut, die 2 Focus oben, dem White unten und die jeweils in einzelnen Trasthorn auf ungefähr 4,60 Meter Trasshöhe. Das heißt, wir waren mit dem obersten Tops ungefähr auf 4,30 Meter. Muss man bei den Arcs halt machen, weil du bei 2x15 Grad von dem Fokus und einmal 30 Grad vom White hast, hast du einfach mit 60 Grad. Musst einfach gucken, dass du möglichst hoch kommst, damit du einfach möglichst weit nach hinten schießt und der untere nicht nur komplett auf die Zehen bespielst. Und nicht die Zehen bespielst, Alter. Genau. Das ist halt blöd. Viele könnten vielleicht sagen, von wegen, hättet ihr euch die unteren Arcs ja auch klemmen können, aber nee, hätten wir nicht. Einfach aus dem Grund, rein akustisch gesehen, haben wir dadurch 3 12-Zoll-Pappen und der Diapolito-Effekt schnürt viel mehr ein. Dementsprechend hast du halt einfach mehr Kick und mehr Mittelton auf Distanz. Deswegen ist das gar nicht mal so dumm, das den da unten noch ranzuhängen. Vor allem sparst du ja auch im Frontbild, weil die sehr breit strahlen. Also wir hatten eigentlich kein Loch. Was aber ebenfalls interessant war, war auf jeden Fall unsere Bassaufstellung. Genau, wir hatten da insgesamt 8x SP18. Und das war in dem Fall so gelegt, dass wir hinten eine Viererreihe und vorne eine Viererreihe gelegt haben, die wir als Zahnlücke erstmal aufgebaut haben, die jeweilige Reihe. Die Hinterreihe lag dabei unter der Bühne, dass wir einfach ein bisschen Platz einsparen. Und dabei haben wir dann ein Endfire gebaut, wo wir die Abstände nochmal gecheckt haben und dann einfach nochmal im Amp Delays nachgedreht haben, sodass wir einfach die Wellenlängen sich möglichst gut übereinander legen, sodass wir nach vorne sehr punchig waren sind. Der Vorteil an der ganzen Aktion war, dass wenn du dann wirklich neben der Bühne stand, das war es wirklich, der Bass einfach wirklich fast komplett aus jedes Mal. Und also wenn man wirklich direkt davor stand, wir hatten als Richtcharakteristik, weiß ich nicht, wie man das nennt, aber war gefühlt einfach fast nur 2 gerade Striche sozusagen. Einfach nur gerade. Das war schon eine amtliche Keule auf jeden genau, Fall. Genau, das war auf jeden Fall schon eine ganz schöne Keule. Das war auf jeden Fall schon echt krass. Als Wedges hatten wir 412 XT von L-Acoustics, dann hatten wir doch 1 Stick in 16 am Drum, an den Drums von Voice Acoustic. Angetrieben von der HDSP6 und ja, ich würde sagen, zu den Amps kommen wir jetzt mal in dem Clip fort. So, Tag 2 bzw. der richtige Aufbautag. Und Erik ist schon kräftig am Kurbeln. Mann, warst du ein Krass. Tut mir leid. Es ist auch ganz schön warm. Wir haben es jetzt. Warte mal. 9.18 Uhr. Ist gut. Wir sind gut in Time auf jeden Fall. Und es steht schon ein bisschen. Warte, ich zeig euch mal. Weiterkurbeln! Amp Village, mein Freund. Ah ja, genau. Unsere Amp Village. Man sieht also, wir haben 6 IPDs. Nico! HDSP und 2 Akkus. Ja, was ist denn? Ich muss zeigen! Nee. Doch, das ist ganz wichtig. So, die Amps sind schon von den Ameisen befallen. So sieht es hier von hinten aus. Man sieht, wir haben wirklich jeden Ausgang fast einzeln verdrahtet. Also wir haben, ich glaube, ich habe es selten gehabt, dass jede Box tatsächlich in einen Amp-Kanal hat. Wirklich, wirklich krass. HDSP, LA4X, LA4 und alles IPD 2400 Endstufen. Das geht. Also nee, Mülli und ich. Mülli und ich. Wir haben uns auch ein bisschen die Aufgaben aufgeteilt, einfach aus dem Grund, weil er auch mit der Band da gespielt hat und dementsprechend muss er irgendjemand Ton machen. Deswegen habe ich Ton gemacht an der GLD80 mit ein bisschen Sagebox-Geraffel, in der AF2012 und der AB168, die wir auch gut vollgekriegt haben mit deiner Band.
Genau. Also der Max ist ja immer ein bisschen, ne? Genau, ich habe das unglaubliche erotische Glück, mit einem sehr talentierten Schlagzeuger zu spielen. Das ist wirklich krass. Und das ist auch einfach, man hat halt jedes Mal, er hat ein sehr großes Set, weil er einfach wirklich mit viel Sound spielt. Und das ist auch einfach eine seiner großen Spezialitäten, was ihn einfach von wirklich vielen Schlagzeugern, nicht nur mit der Rhythmik, wo er einfach wirklich, wirklich gut ist, sondern auch einfach von den Sounds her. Das heißt, wenn man wirklich ein geiles Mic an seinen Trommeln dran hat, die einfach wirklich gut getuned sind und versteht, was er für einen Sound damit versucht zu erzeugen. Genau. Und man dann halt noch ein gut getuntes System hat, also halt wirklich bei Nico hast du teilweise die Drums-EQs durchgeguckt und da war halt teilweise halt nur einfach auf den Frequenzbereich eingeschnürt, damit halt nicht noch andere... Also nur ein Bandpassfilter, mehr genau, habe ich gemacht. Genau, das ist eigentlich nur der andere Scheiß, der da irgendwie nicht diese Trommel ist, irgendwie mit rausfliegt, aber sonst ist es halt einfach klanglich schon immer wirklich geil, was da einfach rauskommt. Er kann es einfach stimmen. Genau, weil er weiß, also, wie stimmt und weil man dann auch weiß, wie man spielt. Und das ist einfach immer beim Schlagzeuger sehr viel wert und wie der Lieblingsspruch eigentlich aller Tontechniker und eigentlich das Wichtigste, was man als Tontechniker auch verstehen muss, ist, wenn irgendwie Scheiße in dein Mischpult reinkommt, kann auch niemand von dir erwarten, dass da geile Scheiße wieder rauskommt. Es ist kein Clever, kommt Scheiße rein, kommt Scheiße raus, fertig aus, so ist es einfach. Ist einfach so. So ist es. Und wenn jemand sagt von wegen, auch Sänger, das haben wir auch schon erlebt, hey, ich höre mich aber komisch an, ja, dann sing doch mal ordentlich. Also sorry, sagen wir natürlich nicht, aber so ist es einfach wirklich. Also man kann natürlich immer halt runter machen, schön klingender, aber man kann... Man kann es nicht musikalischer machen, das ist, glaube ich, die richtige... Das ist, glaube ich, eine sehr gute Aussage. Genau, das ist der Punkt. In dem Fall geht auch nochmal Grüße raus an Bela, der uns am Ende dann nochmal unterstützt hat. Der wollte seine eigene PA, weil von ihm waren die Arcs und vier der Beste, auch nochmal hören. Hat er mitgemischt noch ein bisschen? Nee, man hat noch ein bisschen mitgemischt, genau. Und hat dann am Ende uns auch beim Abbau noch mitgeholfen. Und das war auf jeden Fall krass, weil wir drei Techniker-Jungs, weil Janis war an dem Tag ein bisschen krank und wir haben den dann echt nach Hause geschickt, weil der wollte dann immer noch weitermachen, aber das ist einfach irgendwann... Muss der schon fast anschreien, dass er nach Hause geht. Tut das den Leuten auch echt dann ganz schön weh. Jedenfalls Bela, Nico und ich und halt noch mit genug Leuten, Freunden von uns, die uns noch geholfen haben, hatten wir halt echt die ganze PA mit einladen und alles von der Bühne runter und so in 50 Minuten halt wirklich raus. Die Traverse aber am nächsten Tag gemacht, weil man wollte dann noch um 23.30 Uhr nicht mehr draußen krass kloppen. Das hätten die Leute, vielleicht die Anwohner, auch nicht mehr so lustig. Nee, aber was pumpen, ne? Also nochmal danke an Bela, er hat mitgemischt, er hat nicht mal für diesen Tag Geld bekommen, hat aber Bock gehabt mitzumachen, einfach, wir kennen ihn ja auch sehr gut, aber er ist trotzdem ein sehr guter Techniker, der auch verdammt gut mischen kann. Ja. Er hat auch schon U2 am Mischpult gehabt und so weiter, deswegen, also ist jetzt nicht gerade so ein kleiner Mann, schon hart, dass er uns da wirklich geholfen hat und er Bock drauf hatte. Da ist Edelmann und da ist Nico. Ah ja, genau, geil. Das Klöppeln macht Spaß, solange man es vernünftig aufgebaut hat. Wie war es gestern? Ja, war schön. Muss Nico sagen, war schön. Ich habe nur gespielt, dann alleine. Ja. Ja, mach's extra episch. Freunde, das ist Erik. Es ist so tierisch warm, aber wir sind fertig. Komm, mach mal ein hübsches Gesicht. Kein ja, hübsch. Nee, stimmt. Danke. Das ist übrigens meine Box, hast du deine schon wieder vergessen. Tolles Geräusch. Ja, kommen wir zum nächsten Gig. Emmas 18. So. Das wird dein geilster Schnittübergang. Und ich werde dich den jetzt auch nicht nochmal machen lassen, aber... Nee, Alter. Ich auch gar nicht. Ja! Herzlich willkommen zum Gig 1, Gig 2, Gig 3, keine Ahnung, wo ich in dieser Folge rannehme. Dieser Gig ist ein bisschen special, noch gerade live aus der Küche, weil ich einfach gerade also am Aufstehen war und so langsam los muss. Es wird ein verdammt langer Tag, aber es wird verdammt geil. Eine gute Freundin von mir, Emma, hat Geburtstag und natürlich ist sie, wie fast alle in diesem Alter, ein Goa-Elektro-Fan. Und dementsprechend hat sie gesagt, der Bass muss ficken, also das kriegen wir logischerweise locker hin. Es sollen nach meiner Information ungefähr 60 Menschen kommen. Logischerweise nehme ich die Voice PA mit, noch ein bisschen 8 Zoll Kram, weil wir haben noch einen geheimen Auftritt für sie, 2 als Wedge und 2 als die 4-Punkt-Ergänzung, weil ich will nämlich eine 4-Punkt-Beschallung machen, weil der Raum recht lang ist und typisches Clubverhalten und sie wollen schon alle so auf Club, die jungen Leute, sag ich mal, ja. Und dementsprechend dachte ich mir, hey, geben wir dem auch ein Club-Feeling, wenn sie es haben wollen, wird er sehr. Vorne eine Mini-Zahnlücke, nur mit 218, also kann man sich wirklich jetzt als Zahnlücke bezeichnen. 10 Zoll Top gehangen, weil da kann man nämlich fliegen und mal gucken, ob das funktioniert. Und hinten nochmal 2 8 Zoller Point Source als 4-Punkt-Ergänzung, wie ich gerade eben schon sagte. Das Ganze hoffentlich über eine HDSP gefahren. Da muss ich noch ein kleines Preset bauen im Proberaum, aber das sehen wir gleich. Bis gleich, tschüss! So, die Anforderung heute war, der Bass muss ficken. Mal so meinte Emma und hat sich's gewünscht. Ich hoffe, der wird jetzt nicht zu krass. Und ich glaube, es gehen wir locker hin. Wenn wir mal betrachten, dass wir hier einen 18er Bass haben. Ja, dann haben wir hier noch Modular 10, HDSP. Ich muss ja alles auch streicheln. Nochmal ein 18er Bass,
nochmal 4x8 Zoll Boxen, um 4 Pumpenstangen zu machen und ein bisschen Monitoring. Die SQ kommt von Edelmatt und das wird, glaube ich, ziemlich geil heute. Also für die Größe, obwohl der Raum so riesengroß war, kam der Bass wirklich überall in alle Ecken und hat sogar Gläser bewegt. Es liegt wirklich auf Volllast. Hätte ich echt nicht gedacht, dass ich mal auf Volllast fahren werde. Also das gelbe Lämpchen vom Amp war schon an den Limiter hart gegriffen, aber es war extrem krass. Komm mit her! Ja, übrigens, für sie war dieser Gig. Ja. So, jetzt bin ich der Nico. Nee, der letzte Gig kam über mich. Ich hatte irgendwann mal eine Sängerin kennengelernt auf einem Job. Und ich will nicht unterbrechen, aber die kann singen. Die kann auf also jeden Fall krass wirklich singen. Die hat das auch irgendwann mal Musical studiert und so. Die ist auf jeden Fall, was Singen, Gesang angeht, richtig, richtig krass. Ja. Und die spielt halt in so einer Berufsmusikerband, die sozusagen einfach wirklich für Partys und so Top 40 Songs spielen. Und da die dann so einen Gig in der Nähe von Leipzig hatten, in einer Papierfabrik, auch sehr spannend, hatte sie mich gefragt, ob ich denn nicht irgendwie Technik da machen könnte, weil wir da mal vorher drüber gequatscht hatten. Und dann hat es glücklicherweise geklappt. Und budgetmäßig war die Nummer jetzt auch irgendwie nicht mega. Das war budgetmäßig war das schon okay, war jetzt halt nicht krass. Hätte man auch noch irgendwie, keine Ahnung, 600 Euro oder so draufschlagen können, aber es war jetzt auch nicht mega die Nullnummer irgendwie. PA hätte halt ein bisschen größer sein müssen. Genau, die PA hätte halt größer sein müssen, aber von dem, was wir sozusagen an Aufwand hatten, war aber die Auftragssumme okay. Genau, würde ich auch sagen. Ja. Wir hätten halt noch irgendwie viel mehr PA irgendwie uns zumieten müssen, aber dann hätten wir auch am Ende halt fast nichts mehr übrig gehabt. Und das wäre halt auch blöd gewesen. Und ich hatte halt am Ende noch ein bisschen Budget, um Nico auch noch ein bisschen was in die Hand zu drücken und generell hatte Nico halt auch Lust. Ja. Und deswegen habe ich ihn noch mitgenommen. Wir haben ja auch so ein bisschen daraus einen Wochenendtrip gemacht. Genau. Wir sind dann in dem Moment einfach zu diesem Zelt gefahren und das, was ich so wusste, ich hatte einen 32er Anschluss und ich hatte ein Bierzelt, was 40 mal 15 Meter groß ist. Das klingt irgendwie nicht so groß, aber das ist gigantisch groß. Das ist riesig. Man sieht es auf den Fotos, das ist wirklich groß. Das ist wirklich groß. Ja. Und dementsprechend haben wir natürlich aus Nikos hochqualitativen Vermietpark haben wir... War das Ironie? Kannst du dir selber ausdenken. Danke. Haben wir uns natürlich das Beste rausgepickt und haben da als Main-PA dann also auch zwei Modular 10 benutzt von Voice Acoustic und haben da einfach noch zwei Pabio Sub 118 einfach mit den Distanzstangen da drunter geschraubt, sodass wir einfach, ja, genau, man schraubt die Bässe unter die Topf. Mach ich immer so. Ich lasse immer oben jemand Top und Schanger festhalten und drehe, genau, den Bass immer unten rum. Den Bass drehen. Ja. Das war besser, ja. Ja, genau. Also ich habe dann immer den Bass in die Hand genommen und habe den immer im Kreis unten gedreht. Ich habe einen Gummifuß verschleißt, das glaubst du gar nicht. Ja, ist echt krass, Alter. Ist hart. Und dann hatten wir halt uns doch so gedacht, bei 40 Meter die Länge mit Modular 10 in dem Zelt schon scheiße. Das heißt, wir haben so nach 10, 12 Metern hatten wir dann noch zweimal Elastik, also insgesamt vier Stück, aber immer zwei. Zwei Elastik, genau. Genau, hatten wir dann immer genommen, um dann noch nach hinten rauszuschießen. Genau. Und wir hatten noch zwei Zwölftelbesten unter der Bühne, dass wir noch wenigstens noch ein bisschen vorne ein bisschen mehr Punch haben. Genau. Und Nico, was haben wir beim Zelt festgestellt, was uns vorher da nicht so bewusst war? Ja, ist ein bisschen schwierig. Wir haben uns erst so gedacht von wegen, dass die Bässe ein bisschen kleiner für die Größe, für die Location ist schon klar. Genau. Aber die Kick ging irgendwie überhaupt nicht an, genau, obwohl die auf Volldampf liefen. Genau. Vollkommen logisch, aber wir kamen erst nach einer Stunde darauf, ist doch vollkommen klar. Durch eine Zeltwand kommt Bass locker durch. Das heißt, der Bass bleibt radiale Abstrahlung, reflektiert nirgendwo und ist einfach weg, weil es wie ein Open Air ist. Genau. Aber die Höhen, logischerweise, die reflektieren an dieser blöden Zeltwand, weil die kommen nicht durch. Und dementsprechend hast du halt ganz viel H und MF, alles cool. Und die Bässe sind gut wie weg. Du brauchst also wirklich das Dreifache an Bässe in einem Zelt, weil die halt an alle Richtungen schießen. Genau, und deswegen ist halt auch so dieses Standard-Setup, was manche Leute immer sagen, ist, du musst dieses Top mit so und so vielen Bässen benutzen. Das ist Quatsch. Das ist halt auch meistens Quatsch, weil du es wirklich nicht pauschal sagen kann, es kommt einfach ultra auf die Location an. Wie gesagt, allein im Open Air brauchst du immer mehr Bässe. Ja, ich hatte schon Locations, da hingen 8 12-Zoll Tops drin und ein Doppel-18er oder so, weil es einfach gereicht hat. Also, genau, mal so. Also geht auch einfach darum, was man auch als Mucke hat. Genau, oder du hast einen Top und darunter hast du 6 Bässe. Das ist je nachdem, was für eine Location, was für eine Mucke und das ist immer, du kannst nie sagen, pauschal, auf dem 12-Zoll-Top muss ein 18er Bass runter. Nein! Das ist Quatsch. Genau. Und wir hatten als Monitor hatten wir halt insgesamt 6 als Audio und haben davon 4 Kanäle über eine LA4X Flat betrieben, weil da ist einfach 4 Inputs, 4 Outputs. Wir brauchten halt wirklich einzelne AUX-Wege, deswegen, genau, haben wir doch einfach eine LA4X zugemietet und fertig. Genau. Die anderen beiden liefen halt über eine QSC-Endstufe, vollkommen ausgereicht, haben die einfach über die GLD mit dem Low-Cut geschützt und dann war gut. Genau. Das war wirklich, wirklich super entspannt. Stagebox.
wieder das gleiche wie beim Heiligen See. Ein Typ hat dein Mac runtergeworfen? 2412. Ein Typ hat von der GLD mein Mac runtergeworfen und vorbeilaufen. Wir saßen so am Tisch, so irgendwie 10 Meter von dem Mac. Es macht nur PAFF! Und wir gucken da Mac auf den Boden, Alter. Das war echt krass. Aber Erik hat euch gleich hier, hey, komm mal her. Genau. Ich bin in der Ecke drauf und hab ihn gleich mal zusammen, eingenordet. Ja. Auch nochmal danke an Leo für die Hilfe. Hat ja auch noch ein bisschen, geschleppt und so weiter. Geht ja so langsam, ne? Oft genug geknäht. Ja, jetzt geht's. Also langsam, naja, bis. Musst du schon so treten, dass du langsam mal was lernt hier, ne? Ja, also, genau. Aber es wird, ja? Es wird. Ich würde es immer noch nicht einstellen, aber wir kommen. Auch nicht, dahin. Aber wir kommen schon mal ein bisschen näher in die Richtung. Putzen ist schon okay. Habe ich nicht gesagt. Im Großen und Ganzen war es trotzdem eine coole Nummer, die vielleicht sogar wiederkommen wird. Die werden auf jeden Fall zufrieden mit uns, was genau. mir echt gefreut hat. Der nächste Termin steht schon. Ja? Schön. Nimmst du mich mit? Du kannst ja aussuchen. Sonst kriegst du keine PA. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. 11. Folge von Nikos Gigs. Wahrscheinlich werden in ein paar Wochen noch eine neue Folge rauskommen. Wir haben noch eine ganze Menge Gigs im Pedo. Wir müssen mal gucken, wie die Zeit gerade ist, weil wir haben echt schon wieder so viele Projekte nebenbei laufen. Das ist unklar, deswegen... Sorry dafür. Sorry. Sorry. So sorry. Mama.